ein Rugby-Länderspiel vor zwei Wochen mit 47.000 Zuschauern. Hunderte Feiernde am Samstagabend. Neuseeland ist zurück in der Normalität. Es ist unfassbar voll. Masken werden hier auch fast gar nicht mehr getragen. Zwei Lockdowns hat das Land überstanden. Jetzt ist der Inselstaat nahezu Corona-frei. Vier deutsche Auswanderer berichten uns von ihrem Alltag in Neuseeland. Rund 18.000 Kilometer von Deutschland entfernt, am anderen Ende der Welt. Freitagmorgen in Auckland. Ein ganz normaler Arbeitstag für Olaf Blanke. Der 53-jährige Deutsche betreibt hier im Norden Neuseelands seine eigene Bäckerei. Heute gibt es echte deutsche Stollen. Wir haben jede Menge deutsche Kunden. Und es ist einfach was, was wir jetzt auch mitbringen von Deutschland. Es kommt sehr gut an. Wie wir das erste Mal gemacht haben, erste Weihnachten, haben wir, glaube ich, 450 Stück verkauft insgesamt. Viele Stammkunden kommen täglich vorbei. Eine Maskenpflicht gibt es hier nicht. Wir verzichten darauf, weil es ist auch immer so ein bisschen für die Kunden dann die Geschichte. Es ist sehr visuell. Und wir wollen ja so ein bisschen wieder in Normalität reingehen. Auch für Daphne Latzelsberger ist die Normalität zurückgekehrt. Die zweifache Mutter lebt seit 13 Jahren in Neuseeland. An diesem Freitagmorgen übernimmt Ehemann Paul den Fahrdienst für die Kinder. Die Kinder gehen wieder normal in den Kindergarten und in die Schule. Und sie müssen darauf achten, die Hände öfter zu waschen. Aber ansonsten ist der Betrieb ganz normal im Moment. Die 47-Jährige kümmert sich heute um den Familieneinkauf. Vor dem Supermarkt ist ordentlich was los. Ja, hier ist das Leben ganz normal. Normaler Alltag, Leute ohne Masken gehen normal einkaufen. Um den Menschenmassen zu entgehen, bestellt Daphne Latzelsberger im Vorfeld online und muss ihre Einkäufe dann nur noch an der Packstation abholen. Und während dem Lockdown waren hier überall Schlangen, Leute mit Face Masks. Und ich konnte vorfahren und die Sachen einfach abholen. So schnell kann Einkaufen gehen. Das war so einfach. Alles gepackt in 2 Minuten und ich kann wieder fahren. In Neuseeland hat auch Lisa Zwillig ein neues Zuhause gefunden. Die 21-Jährige lebt seit einem Jahr in Auckland und arbeitet als Au-pair in einer Gastfamilie. Heute hat sie Freizeit. Ich bin jetzt innen drin in der Mall und es ist unfassbar voll. Und Masken werden hier auch fast gar nicht mehr getragen. Manche Arbeiter zum Beispiel tragen die Masken noch, aber so die Leute, die hier sind, fast gar nicht. Shoppen ohne Einschränkungen. All das ist hier wieder möglich. Ich bin jetzt zurück im Auto und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es jetzt realisiert habe, wie gut wir es hier eigentlich haben. Also ohne irgendwelche Einschränkungen oder Maskenpflicht. Und ja, das genieße ich jetzt auf jeden Fall. Natürlich kann es immer wieder kommen, man weiß nie. Aber jetzt zurzeit bin ich froh, dass es nicht so ist. Ende März sah das noch anders aus. Denn nachdem auch die letzte Region des Landes Covid-19-Infektionen meldete, kündigte die Regierung einen Lockdown an. 48 Stunden später trat dieser in Kraft. Premierministerin Jacinda Ardern wandte sich auch über Facebook an ihre Landsleute. Bleiben Sie zu Hause, brechen Sie die Infektionskette und Sie werden Leben retten. So einfach ist es. Das ist jedermanns Aufgabe für die nächsten Monate. Die Maßnahmen der Regierung waren hart. Es gab eine Ausgangssperre. Nur lebensnotwendige Besorgungen waren erlaubt. Ausflüge waren verboten. Geschäfte, Schulen und Kindergärten wurden geschlossen. Und die Regierung verhängte ein Einreiseverbot für Nicht-Neuseeländer. Bei Nichtbefolgung der Regeln drohten harte Strafen. Für Daphne Latzelsberger war das die richtige Reaktion. Ich bin froh, dass sie diese strikte Entscheidung sehr früh und konsequent geführt hat. Und für mich war das so, dass ich das Gefühl hatte, dass wir alle dazu beitragen können, dass wir gesund bleiben. Für Olaf Blanke war der schnelle Lockdown ein Schock.
klar, wir mussten schließen, wir konnten nichts anderes machen, nur hier musste auch jemand rein, das war in diesem Falle ich und musste sich um die Sauerteige kümmern, musste gucken, was in den Kühlschränken ist, in den Freezern, was wir alles damit machen, denn niemand wusste wirklich, wie lange dieser Lockdown dauern wird. Eine quälende Ungewissheit für den 53-Jährigen. Nach 2 Wochen haben wir angefangen, einen Online-Service zu machen und Hauslieferungen zu beginnen. Und wir haben ca. 87% Umsatz verloren in der Zeit. Doch die Stammkunden unterstützten Olaf Blanke. Und auch vom Staat gab es wöchentlich rund $600 pro Mitarbeiter. Nur so konnte seine Bäckerei überleben. Rund 5 Wochen dauerte der Lockdown. Und die Maßnahmen zeigten Wirkung. Die Fallzahlen sanken rapide. Im Juni erklärte die Regierung das Land offiziell für Corona-frei. Die meisten Einschränkungen wurden aufgehoben. Als die Zahl der Infizierten im August in Auckland erneut anstieg, gab es dort einen 2. Lockdown. Mit Erfolg. Bis zum heutigen Tage hat Neuseeland mit seinen rund 5 Millionen Einwohnern insgesamt nur 25 Todesfälle durch Covid-19 zu verzeichnen. Ein Grund für den Erfolg: die Kontaktverfolgung via App. In Supermärkten, Arztpraxen und Geschäften können sich die Kunden vor Betreten mit dem Handy einscannen. So sollen Infektionsketten leichter nachvollzogen werden können. Also wenn man hier einen Laden betreten möchte, sieht es meistens so aus, dass man hier diesen Scan-Code findet. Und dahinter ist dann meistens auch noch Desinfektionsmittel. Also man hat auf jeden Fall hier die Chance, immer die Hände sauber zu halten. Dr. Jens-Peter Link ist Allgemeinmediziner und arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis in Auckland. Trotz aktuell niedriger Infektionszahlen im Land mahnt der 51-Jährige weiterhin zur Vorsicht. Es fühlt sich so an, als wenn alles normal ist. Aber ich glaube, wir haben alle, oder Neuseeland hat eine Lesson gelernt, also hat gelernt davon. Hier in der medizinischen Einrichtung ist es vorgeschlagen, dass man weiterhin als Arzt eine Maske trägt oder als medizinisches Personal eine Maske trägt. Aus dem einzigen Grunde, dass wenn irgendwo Kranke auftauchen, dann tauchen die natürlich in der Hausarztpraxis als erstes auf. Der Hausarzt erinnert sich noch gut an den Beginn der Pandemie. Auch ihn traf die Situation damals unerwartet. So war die Situation beängstigend für alle, weil keiner wusste, wo es hingeht und was das jetzt für uns alle bedeutet. Und wir haben dann frühzeitig angefangen hier in der Praxis, im Grunde zeitgleich mit den Veränderungen, die Neuseeland beschlossen hat, den Praxisbetrieb umzustellen. Die Sprechstunden fanden nur noch telefonisch statt. Und Dr. Link führte Covid-19-Testungen vor der Praxis durch. Insgesamt 9 Personen wurden hier positiv getestet. Doch das ist lange her. Seit vielen Wochen gibt es hier keine neuen Infizierten. Ich glaube, der Ansatz, früh und strikt durchzugreifen, was ja der neuseeländische Ansatz ist, hat sich als erfolgreich bewiesen. Und das habe ich als sehr beruhigend empfunden und auch als sehr, sehr klar kommuniziert und auch sehr klar dargestellt, warum. Was, glaube ich, dann auch dazu geführt hat, dass die Neuseeländer als Bevölkerung mitgemacht haben. Auch Lisa Zwillig hat sich an die Maßnahmen gehalten. Die triste Zeit ist für sie endlich vorbei. Für mich das Gefühl, zurück zur Normalität angekommen zu sein, ist auf jeden Fall unfassbar gut. Also ich bin einfach ein Mensch, ich liebe soziale Kontakte, ich liebe es, mit Freunden rauszugehen. Gerade ich bin nach Neuseeland gekommen, um alles zu erkunden, um neue Eindrücke zu bekommen. Und dann kam Corona und das wurde mir dann dadurch irgendwie genommen. Und umso mehr weiß ich jetzt zu schätzen, dass es hier wieder normal ist. Und das wird hier ordentlich gefeiert. Hunderte Partygänger strömen wieder in die Clubs. Die Diskotheken sind voll, wie früher, vor der Pandemie. Also ich war ja am Wochenende feiern und ich muss ehrlich sagen, dass ich das schon sehr vermisst habe. Man muss nicht darauf achten, dass man irgendwie Abstand hält oder keine Ahnung. Es ist einfach so gut. Wenn ich in anderen Ländern schaue, wie viele Menschen einfach auch um ihre Familie trauern, bin ich sehr froh, dass wir das hier nicht haben.
Das Schöne war auch einfach, dass die Regierung gesagt hat, wir sind hier ein Team von 5 Millionen und wir sind hier zusammen und müssen zusammen durch. Und ich denke, dass das nach wie vor funktioniert. Der neuseeländische Weg war erfolgreich. Denn während die Infektionszahlen im Rest der Welt rasant steigen, gibt es in Neuseeland heute lediglich 3 gemeldete Neuinfektionen mit Covid-19.